Spiel immer noch nicht zu Ende ist, ist ja unglaublich. Aber soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Es ist schon spät genug und ich hätte nicht gedacht, dass wir es heute nicht schaffen werden. Ich hätte es ehrlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir spielen es durch. Aber es ist immer noch nicht zu Ende. Es ist unglaublich. Überlegt ihr mal, wir spielen jetzt schon fast 6 Stunden. Ihr seht es unten. Ich streame schon fast 6 Stunden. Ich habe jetzt mittlerweile, gut, ich bin ein paar Mal natürlich gestorben, das ist abzusehen. Aber ihr müsst überlegen, ich habe seit 3.10. damit angefangen. 3.10. den Freitag, fast 5, 4 bis 5 Stunden. Den Samstag, den 4.10., 4 bis 5. Das sind auch wieder fast 10 Stunden. Darauf folgendes Wochenende, Freitag, auch wieder 5 Stunden, sind 15. Dann heute wieder, es sind fast 20 Stunden und das Spiel ist immer noch nicht durch. Also es ist richtig geil, schön und super, ja? Erste und bin jetzt beste Alien Game, was auf der PlayStation X, okay. Auf jeden Fall, ja, definitiv beste Alien Game auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zur Let's Play Live Show. Wir haben Samstag, 20 Uhr. Ihr habt wieder richtig eingeschaltet. Ja, ich bin auf der PlayStation 4 zu finden. Das ist supi. Dankeschön für die Infos. Ja, es ist noch nicht vorbei. Viele werden jetzt natürlich erstmal sich wundern. Alien schon wieder? Hat er nicht gestern gesagt, er wollte durchspielen? Ich wollte ja, aber es ging doch noch weiter. Und ich habe auch um 2:30 gestern aufgehört. Und ja, deswegen spielen wir heute weiter. Nicht wundern, jetzt wechselt die Kamera wieder auf rot, rötlich. Ich denke mir mal, das wird so ein Filter sein, damit er die Kopfbewegung besser erkennt, wenn man das aktiviert hat. Genau, da ist er ja schon wieder. So. Wir spielen natürlich weiter. Alien Isolation. Spiel laden. Aktuellen Speicherstand laden. Ich schaue auch über die PlayStation 4. Oh, super. Gut, dann bin ich da schon mal super informiert, weil manchmal ist ja immer das Problem, ob man gefunden wird bei der Suche auf der PlayStation, bei dieser Live von der PlayStation App. Und ja, da gibt es mal ein paar Probleme. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen werden. Ob es heute schon wieder Finale. Wieder Finale ist oder ob wir es heute wirklich komplett durchspielen. Schauen wir mal. Hi Vladiboss, nein, immer noch nicht durch. Ich hab heute oder beziehungsweise gestern, glaube ich, noch auf Facebook noch einen Kommentar gepostet. Also maximal 20 Stunden werden es jetzt bestimmt schon gewesen sein. Die Folgen werden jetzt alle auf YouTube landen. Ich habe mir gestern auch schon die vom. Ich hatte übrigens gestern was Falsches gesagt. Ich habe nicht am 3. angefangen zu spielen, sondern am 4.10. Am 4.10. und dann am 5. Ich hatte ja den Sonntag August. Reaktorstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt! Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopilotencodes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Es sind Kurzstreckenshuttle, aber das reicht. Verstanden. Und ich hatte ja darauf den. Den darauffolgenden Sonntag hatte ich auch gestreamt. Und da habe ich mir schon die Folgen jetzt von Twitch runtergeladen. Die habe ich ja schon fertig gerendert. Die muss ich nur noch hochladen auf YouTube und dann kommen die natürlich auch. Und natürlich von diesem Wochenende werden die Folgen auch kommen. Magst du meinen. Was? 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 Ich habe LPLS gelesen und habe gedacht, da bin ich richtig. Ja. Magst du Minecrafter? Hä? Lauf ich richtig? Nee, ich lauf falsch. Ist ja klar. So, ich höre das Alien. Wieso mag ich Minecraft her? Du meinst wahrscheinlich, ob ich Minecraft mag. Ja, mag ich. Ich Let's Play ja auch Minecraft. Ich mache ja da momentan so ein. Von dem, jetzt wollte ich schon sagen, Survival-Modus. Von dem, Creative-Modus, so ein Let's Play, wo ich da so ein riesen Gebilde baue. Einigen gefällt das, weil die fragen immer wieder, wann kommen die neuen Folgen. Oh mein Gott. Ja.
Wie gesagt, neue Folgen sind momentan im Umlauf. Die kommen auch. Ich hatte ja vor kurzem. Ich hatte ja vor kurzem auch einen Vlog rausgehauen, wo ich alle Upload, so ein bisschen den Uploadplan von YouTube euch mal vermittelt habe. Ja, echt, hab ich dich nicht abonniert. Ja, solltest du mal tun. Ich glaube, das Alien ist hier. Waren wir hier gestern nicht schon? Ich bin mir nicht mehr sicher. Mann, halt die Klappe. Alter, das ist. Ich kann mich nur entsinnen, dass wir gestern die Folge hatten, wo ich ja sehr in Rage war. Entschuldigung. Alter, ist das ein Schacht? Nee, oder? Nee, Gott sei Dank. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja. Ach. Ein Bindemittel. Was können wir denn eigentlich alles bauen? Können wir irgendwas wieder herstellen? Wir haben so viel verblasen in der letzten Folge, also gestern. Gar nichts können wir herstellen. Okay. Aber wir können bei dem Molotow können wir die paar Komponenten schon mal einsetzen. Dann haben wir die schon mal. So. Tja. Flammenwerfer leer. Revolver ist die einzige Waffe, die wir haben. Aber die bringt ja nichts. Ist genau über uns. Boah, die ist rumgepolter. Ich glaube, wir werden das Alien gleich sehen. Definitiv. Hey. Hey. Ah, hier war ich ja schon, ne? Stimmt ja, gestern waren wir ja hier schon in diesem Bereich. Ich gehe aber heute ein wenig langsamer hier vor, weil ich doch damit rechne, dass das Alien jetzt irgendwo mit auftaucht. Aber wir haben hier einen Fahrstuhl, den ich doch mal benutzen werde. Büp. Oh, Ladebildschirm. Meine Güte. Prost zusammen. Ah, unglaublich. Ja, wie gesagt, auch Spelunky ist übrigens heute auch wieder rausgekommen. Oder Spelunky, wie sich das Ganze schimpft, das Let's Play. Es war wohl eher so ein kleines Let's Test, aber so seht ihr auch mal was anderes, wie das Spiel ist. Könnt ihr euch mal so einen kleinen Eindruck verschaffen. Habe ich so drei Folgen aufgenommen. Zweite Folge ist jetzt rausgekommen. Dritte kommt, glaube ich, auch in der nächsten Zeit. Denkst du, dass heute das Ende kommt? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich glaube ja. Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Ich glaube ja. Ich sehe gerade, du hast den Bauplan für die Rohrbombe nicht. Nee. Habe ich bestimmt irgendwo liegen lassen. Flexible brauchst aber echt viel lange. Viele schaffen es unter 14 Stunden. Ja, viele spielen unter 14 Stunden. Ich kann dir auch sagen, wie die spielen. Die gucken sich nicht alles an, so wie ich. Ich gucke mir ja auch mal alles an oder bleib einfach mal stehen, weil ich kaufe ja mir das Spiel zwar, um es durchzuspielen, aber nicht um durchzurennen. Weil ich finde, das Geld ist es auf jeden Fall wert, sich auch mal alles anzugucken. Ja, ich kaufe mir ja kein Videospiel und einmal, weiß nicht, ein Spiel, was 10 Stunden hat, in 8 Stunden durchzuspielen und dann wieder abzugeben, zu verkaufen und dann nie wieder zu Jetzt hier spielen. wirklich was angerichtet. Deswegen, aber hier waren wir doch gestern. Ich weiß, dass wir gestern hier waren und dann kamen wir in diese Station von den Androiden rein.
Lacht er gestern schon hier? Ich weiß es gar nicht. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin echt mal gespannt. Ich gucke ja momentan ja auch zwei Let's Player zu, die das spielen. Und ja, die sind noch relativ am Anfang jetzt gerade. Und die sind jetzt bei Folge 10. Also 10 Videos, 30 Minuten fast. Im Schnitt 25, 26 Minuten. Sind aber momentan gerade noch am Anfang. Wo ich euch gestern gezeigt habe, den Raum. Was? 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 Scheiß Android, wo ist der? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Wo kam der denn? Wo ist der denn? Ich hoffe, der sieht uns nicht. Hallo Sascha, Tojanovic 80? Tojanovic, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Man muss zugeben, das Spiel zieht unheimlich in die Länge, das stimmt wohl. Aber man kann auch noch. Aber man kann. Aber man kann ja noch alles untersuchen, wenn man möchte, weil da sind wie gesagt noch einige Räume. Hast du Bock auf mehr Hintergrundlicht in deinem Gameplay? Hintergrundlicht? Wo ist der hin? Wo ist der? Da hinten ist er. Ich hoffe, wir können hier auch lang gehen. Ich weiß, wir müssen da links lang. Ich weiß. Wir müssen. Boah, bleib. Boah, bleib bloß da stehen. Wo bin ich denn hier? Hallo? Da liegt was. Ein Sensor. Oh, supi. Oh, ich glaube, der kommt hier lang. Kann das sein? Ich habe eine Tür gehört. Fuck. Ist so dunkel? Ist es wirklich so dunkel für euch? Also ich habe keinen sagen hören, dass es jemanden zu dunkel wäre. Also ich kann es ja ein bisschen heller machen, wenn ihr möchtet, wenn es euch wirklich zu dunkel wäre. So. Jetzt ist es bestimmt heller. Da ist noch eine Kiste. Das Bindemittel schwebt. Okay. Entschuldigung. Warum geht die Tür da hinten auf? Nein! Nein! Zu hell? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Zu hell? Zu dunkel? Dass es jetzt so schnell kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also. Oh, da hinten läuft's lang. Das ist unsere Chance. Die Frage ist, wo ist es hin?
Alter! Alter, mach mich nicht schwach. Speicherpunkt wäre echt supi. Wie merkwürdig. Was denn merkwürdig? Oh. Unidentifizierte Spezies? Was? Das hat er doch sonst nicht gesagt. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier waren wir schon mal. Oh, 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 ich habe das Alien gehört. Oh, 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 oh. Wow! Verdammt, mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Mal ist er durchgekommen, es muss einen Weg geben. Es muss einen Weg geben, okay. Was? Wieso fliegen hier Dosen von alleine? Ja, ich habe meinen Kontrast ganz hoch und sehe alles super. Ja, du musst überlegen, das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass man es im Dunkeln spielt und halt etwas runterfährt die Helligkeit. Ich werde trotzdem mal die Helligkeit doch nochmal ein wenig runterfahren. Ist doch ein bisschen zu hell. Ich lasse es mal auf so. So. Wo muss ich... Ach, jetzt muss ich zu der Tür? Ja, super. Bauplanverbesserung. Ich schau mal eben, ob ich was bauen kann. Ja, ein Molotow-Cocktail. Können wir noch was bauen? EMP-Granate können wir ein Ladungspack hinzufügen. Dann können wir... Was können wir denn noch machen? Ah, hier, Molotow-Cocktail. Können wir ein paar Komponenten wieder hinzufügen. Und beim Medikit auch. Und das war's dann auch. Ich würde sagen, wir verschwinden mal hier schleunigst. Oh, bitte jetzt nicht, bitte nicht. Das wäre echt fies. Das wäre echt fies jetzt. Ich habe keinen Speicherpunkt. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, komm, mach die Tür auf. Speichern wäre geil. Und Sie? Hier liegt noch Schrott, das nehme ich noch mit. Oh. Was? Moin, Nice King. I believe I can fly. Entschuldigung. Was war das denn jetzt? Also wenn das das Ende wäre, ne, das wäre ja echt, das wäre ja, Ja, naja, schauen wir mal. Ich glaube zwar nicht, dass es das Ende, Ich glaube zwar nicht, dass es das Ende ist. Ich habe eine ganz große Vermutung. Bildschirm. Hehe. Das wäre jetzt ein cooler Twist. Du gehst jetzt durch die Tür raus und auf einmal steht Ende. Sie haben es geschafft. Von wegen. Ricardo, hören Sie mich? Außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt.
Speicherpunkt. Ja, ich sehe ihn. Aber warum ist hier so dunkel? Alter, warum ist hier so dunkel? Und wo bin ich überhaupt? Ich gehe erstmal speichern. Erkunden Sie die Anesidora. Die Anesidora? Ach, sind wir jetzt wieder... Nee, hä? Bringen Sie die Anesidora wieder online. Supi. Klasse. Was war das? Boah, ich hab gedacht, das... Boah, das sieht ja voll aus wie so ein Alien-Kopf. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Mann, du. Boah, wie das spiegelt. Ist ja krass. Wow. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier langlaufen würde, wenn ich da jetzt auf dem Schiff wäre. Ich hätte viel zu viel Muffen, bin ich ganz ehrlich. So ganz alleine. Oh, ein Tonband. Ich glaube, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anesidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Schiff, der Nostromo. Wayland Yutani Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. The game is very good. The game is very scary, nice and awesome. Du bist jetzt auf dem Raumschiff, die den Flugschreiber gefunden hatten. Achso, okay, ja. Haben wir jetzt gerade gehört. Danke, aber Ihnen. Danke für den Tipp. Der totale Erholungsurlaub bis jetzt. Ja, ich glaube auch. Alter Fall. Oh, hier geht wenigstens Licht an. Das ist natürlich supi. No problem, bro. Hello? I'm alone. Und, ich habe eine Leuchtfackel. Ich werde sie benutzen. Ja, ich werde diese Leuchtfackel benutzen. Oh, hier können wir was... Ah, hier brauchen wir einen Zugangscode, okay. Den denke ich mal, dass wir den im Terminal finden werden. Schalter benutzen. Ja, 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 Flammenwerfer. Pumpgun, ja, ja, geil. Was denn, hallo? Nein, ich... Oh, geil. Alter, geil. Ja, geil. Servus und Prost zusammen, Space Invader 100, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, gucken wir mal, was wir im Terminal noch haben. Am Ende kommt Predators. Ich, Predators, ich und Tönaselien. Achso, okay. Signal empfangen, Marlow. Heißt, sagt, er hat gerade, eine Art Signal entdeckt. Louis arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein. Willst du dir das selber mal ansehen? Technikbericht. Technikbericht 24.10.2137. Marlow, ich musste gerade einige dringende nötige Reparaturen an den Triebwerken durchführen. Mein Gott. Unterlichtsgeschwindigkeit Triebwerken. Weil das ist doch nie im Leben ein ganzes Wort.
Naja, egal, durchführen. So laut wie die alten Kisten geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass sie beim letzten Sprung nicht abgefallen ist. Fürs Erste hält es jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberholung fällig. Und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme. Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hat sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance auf eine ordentliche Bezahlung sein. Jedenfalls muss ich den Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der neue Code lautet 4510 Louis. So, Fritz Weig, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Danke, Shownator! Naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Nun gut, dann schauen wir mal. Kuckuck! Erwi! 2209 wie ich, grüße dich. Schön, dass ihr wieder alle da seid zur Let's Play Live Show. Boah, ist das cool gemacht. Alter! Wie cool ist das denn gemacht? Krass. Das ist ja wohl mal echt heavy. Haben sie sich mal echt Mühe gegeben, muss ich ja mal echt sagen. Also hier dieses Technikgedöns und wie sich das alles bewegt und ja. Ja, auf jeden Fall, Atze. Boah, das ist so geil gemacht, eben. Ich weiß nicht. Voll cool. Ich liebe so Technikgedöns. Jetzt gleich kommt Robocop da rausgesprungen. Ich würde mich kaputt lachen. Alter, was ist denn das hier? Ich bin Robocop. So, dann probieren wir mal. Was können wir denn? Ach du Kacke. Yeah, Zugriff gewährt. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, es fliegt gleich alles in die Luft. So hört sich das an. Alter, ist das geil! Ich glaube, die Maschinen laufen wieder. Okay, so sehen Zylinderkolben aus beim Raumschiff. Ne? Bisschen größer wie beim Auto. Aber es funktioniert. Hat sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anisidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Bist ja immer noch am Start mit Alien Isolation, ja? Hey Ripley, willkommen auf der Anisidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Wir haben mehr Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Stell dir vor, das Spiel geht immer weiter. Bei dir. Special Edition. Ja, das wäre natürlich cool, wenn das Spiel immer weitergehen würde. Es würde gar kein Ende haben. Man könnte immer weiter spielen, immer weiter. Immer wieder neue Bereiche, neue Level. Das wäre so cool. Wo muss ich denn hin? Naja, hier lang, glaube ich, ne? Ist ja. Ich glaube auch, dass das Alien uns mit unserem kleinen Raumschiff gefolgt ist. Ich glaube nicht, dass wir hier lange alleine bleiben werden. Alles am Dampfen und am Zischen und. Boah, geil. Um was geht es bei dem Spiel? Boah, da muss ich jetzt mal voll ausholen. Guckt ihr einfach die. Guckt ihr. Ist das jetzt eingefroren?
Tatsache. Guck dir einfach am besten mal die ganzen Alien-Filme an, dann weißt du ungefähr, worum es geht, weil es geht halt darum, dass dieses Spiel spielt halt nach dem ersten Teil, also zwischen 1 und 2. Und da wäre es schwierig, ein bisschen dir was darüber zu erklären. Ja. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Neue Waffen, neue Gegner, das wäre cool. Star Wars. Malerische Vergangenheit. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlo, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ja, ich bin unterwegs. Was? Was? Ah, ah, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, das Game hat eine Shotgun. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun, kann ich euch ja mal zeigen. Hier ist die Pumpgun, das ist die Schrotflinte. Ja, das ist der Revolver. Das ist der Flammenwerfer, den ihr gerade gesehen habt. Oh. Ja, ein neues Game. Predator Isolation. Das wäre cool. Ich glaube... Scheiße, der Flammenwerfer ist schon leer. Alter, ich habe doch nur kurz drauf gedrückt. Genau, muss nicht im Alien und... Predator, ey, das wäre cool. Predator von den Machern wäre bestimmt richtig geil. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass die wirklich Predator machen könnten. Speicherpunkt wäre auch mal schön. Boah, ein Predator-Spiel auf so Survival. Das wäre richtig cool. Und der Drecksack vom Predator, der kann sich ja unsichtbar machen. Das ist das ja. Und der hat noch so Night Vision und sowas. Das wäre richtig fies. Das wäre cool, wirklich. Oh, da ist ein Terminal. Und hier ist ein Radio. Was ich aber nicht benutzen werde, weil ich weiß, das Alien hört zu. Das Alien hört bestimmt sehr gerne Mittelwelle. Weiß man nicht. So, Sevastopol, Lok. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihm im Bett auf dem... Was? Es lag neben... ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht's gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein paar Probleme mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Auch ein dämlicher Spruch übrigens. Huch. Hab ihn ja oft. Okay, ist LM-Link. Nicht mehr Sevastopol. Wir sind ja nicht mehr da drauf. Anne Sidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Waits Ende. Okay. Nun gut, dann schauen wir mal. Sicherheitsgenerator. Ja, müssen wir mal schauen. Hallo? Ah, hier. Beeil dich ein wenig. So. Guten Abend wieder. Hallo. Wollte schon gerade sagen. Ist da einer drin? Nee. Es wäre zu empfehlen, dass du den ersten Alien-Film... Dann würdest du auch so ein bisschen diese Hintergrundgeschichte kennen. Und wen hier Amanda sucht. Ja. Du weißt zwar, dass halt ihre Mutter sucht, aber wer ihre Mutter ist...
Das solltest du dir in einem Film, also den ersten Teil von Alien, einfach mal reinziehen, dann weißt du da auch Bescheid. Ah, Predator hat man schon mal gespielt in so einem Videospiel. Ich weiß nicht mehr, welches. Ich glaube, Alien vs. Predator war es, glaube ich, gewesen. War auch sehr geil gemacht. Ja, aber nicht selbst Predator spielen. Also da gab es ja mal ein. Alter, hör auf! Da gab es ja mal so ein Predator-Spiel. War auch sehr geil gemacht. Wie gesagt, Alien vs. Predator auf dem PC damals. Sehr cooles Spiel. Aber so ein Survival-Game, so wie dieses hier, nur mit Prädatoren, das wäre so geil, wo man dann anschließend auf diese Welt kommt von denen, weil die haben ja einen eigenen Planeten, weiß man ja durch den Film. Boah, wie groß ist denn dieses Schiff? Nix zu danken. Dieser Drecksack. Ich glaube, unser finale Boss wird nicht das Alien sein, sondern der Typ. Okay, ich kann die Lampe kann ich nicht umrennen, ist klar. Aber ich finde es toll, dass das Raumschiff ja auch die Sevastopol, war ja auch so groß und auch jetzt dieses Schiff hier ist ja nicht gerade klein, aber dass die Räume nicht doppelt aussehen, also dass sie nicht gleich aussehen. Wie oft hat man das in Videospielen so, dass die Räume alle gleich aussehen, weil sie keine anderen Texturen mehr hatten, da haben sie einfach dieselben geklatscht. Aber hier ist jeder Raum echt nicht synchron. Das ist echt supi. Ja, Alien vs. Predator 2, ja, Multiplayer war grandios. Ja. Ja, ich habe den neuen Plasmaschneider jetzt, den Ionenschneider, die Verbesserung habe ich. So. Den habe ich ja gestern noch gefunden gehabt. Und ich glaube, wir. Hier könnte mal jemand wieder Staub putzen kommen. Können wir was bauen? Nee, ne? Können wir nicht, ne? Nein, können wir nicht. Natürlich nicht. Warum sollen wir auch was bauen? Er hat aber im Grunde recht. Wer hat im Grunde recht? Alter, diese Atmosphäre. Was ist der Unterschied zwischen der Nostromo und der Ripley-Edition? Du, die beiden Unterschiede weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich die Ripley-Edition habe halt mit den klassischen, mit der klassischen Besatzung. Und, oh, ein Speicherpunkt. Ja. Geil, geil. Yes! Huh. Hi Icon, willkommen zur Let's Play Live Show. Jetzt weiß man, warum die Games so teuer sind. Ja. Tja, Shownator, deine Aufgabe. Jetzt bist du gefragt, Shownator. Ich hoffe, du passt auf. Weil sonst müsste ich wieder aufstehen.
Also gibt es den Ionen- und Plasmaschneider? Ne, ich glaube, der Ionen- und Plasmaschneider ist beides zusammen. Du kriegst erst den Plasmaschneider und dann kriegst du die Verbesserung zum Ionenschneider, glaube ich. Weil es ist beides, glaube ich, dasselbe. Boah, Alter, ey, wie geil das aussieht. Ist ja wohl mal voll krass. Power Core. Ja, der Power Kern, also der Energiekern. Boah. Benutzen Sie das Terminal? Darf ich mich noch umsehen? Okay, jetzt geht wahrscheinlich wieder der Stress los. Oder auch nicht. Da haben wir auf jeden Fall einen Schalter, kein Strom. Boah. Hi IP-Mann, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich glaube, Shaunator ist, glaube ich, gerade nicht anwesend. Kann das sein? Tüt. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten.